Hi und willkommen beim Umweltaucher Equipment Check. Heute zeigen wir euch einen Gegenstand, den mit Sicherheit jeder kennt. Den Schnorchel! Warum haben Taucher einen Schnorchel mit dabei, wenn sie sowieso Luft aus der Pressluftflaschen kriegen? Die Kernaufgabe eines Schnorchels ist, den Taucher an der Oberfläche mit Luft zu versorgen, um somit wertvolle und teure Luft aus der Flasche zu sparen. Zum Beispiel, wenn man die Strecke zum eigentlichen Tauchspot an der Oberfläche zurücklegen muss. Vor bzw. nach dem Auftauchen kann der Schnorchel nützlich sein, zum Beispiel wenn hohe Wellen auftreten. Sowie beim Erkunden vom Uferbereich zwischen zwei Tauchgängen. Man darf nicht vergessen, Pressluft ist ordentlich teuer. Scheinbar endlos ist die Anzahl an verschiedenen Schnorcheln, die es gibt. Klassische gerade, gebogene, mit und ohne Ausblasventil, faltbare und noch viele, viele mehr. Der Schnorchel, ist eigentlich ein komischer Name, hat noch ganz viele andere Funktionen. Zum Beispiel wird der Schnorchel oft als Strohhalm bei Aufnahmeritualen und die ganze Zwecke entfremdet. Schnorchel funktioniert auch wunderbar als Signalhorn oder als Musikinstrument der Unterwasserband Die Schnorchels. Wie man sieht, ist der Schnorchel ein wirklich multifunktionales, rätselhaftes und sehr mächtiges Gerät, mit dem man sehr viel Spaß haben kann und was nur dazu Luft spart. Ja, so viel zum heutigen Equipment-Check. Hat uns echt wieder gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Es gibt noch einen nächsten Equipment-Check dann Anfang Juni. Bis dahin wünschen wir euch wieder schöne Tauchgänge und gut Luft.